Ja. Und die Sippen des Wüstenvolkes, ich werde sie nur mal kurz aufzählen. Ich habe zu jeder noch einen Text geschrieben. Wobei, lese ich den vor? Ach kommt, ich bin sowieso gerade dabei, von daher scheiß drauf. Lese ich auch noch einen Text über die Sippen des Wüstenvolkes vor und erwähne dann immer noch, was die Prüfung des jeweiligen Sippenführers für Maris war, wenn ich sie denn zusammenkriege. Ich weiß es gerade gar nicht. Sippen des Wüstenvolkes. Salam, Reisender. Willkommen im Kreise der Nomaden. Setz dich zu uns ans Feuer und genieße unsere Gastfreundschaft. Wir freuen uns stets über Besucher, doch sei dir bewusst, dass du vielerorts bei unseresgleichen auf Misstrauen stoßen wirst. Jede unserer Sippen hat ihren eigenen Charakter, denn wir sind ein freies Volk und niemand ist gezwungen, seinen Führern zu folgen oder ihre Ansichten zu teilen. Nicht die Disziplin ist es, die uns zusammenhält, sondern die Loyalität von Brüdern im Geiste. Wir sind die Söhne der Wüste, die Söhne der Freiheit. Und so ist es mitunter schwer, einen Konsens zu finden. Doch behalten wir allesamt unseren eigenen Charakter. Überall in der Wüste wirst du unsere Brüder finden, wenn du weißt, wo du suchen musst. Die wichtigsten Sippen mit ihren Führern und Leitfiguren findest du hier. Wutras Sippe. Nur unweit von Al-Shedim, in den östlichen Ruinenfeldern, wirst du auf die Sippe eines unserer größten Anführer stoßen. Wutras ist der ehemalige oberste Nomade, der nach den verheerenden Unglücken in Al-Shedim die Stadt verlassen hat. Der Hüter der Wüste und seine Männer sind umsichtige und disziplinierte Krieger, sodass man sie durchaus zu einer der kampferprobtesten Sippen zählen kann. Wutras Motive liegen etwas im Unklaren. Seit dem Verlassen Al-Shedims scheint er sich keiner übergeordneten Aufgabe verschrieben zu haben. Was es mit den Unglücken in Al-Shedim und dem Verlassen von Wutras zu tun hat, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen, wenn ich dann über die Geschichte spreche. Also ihr seht schon, es kommt noch ganz, ganz viel. Ich habe ja gesagt, das wird sehr lang dauern. So, also wir sehen schon, das ist jetzt zu einem Punkt geschrieben, in der späteren Zeit der Nomaden, als dann schon ziemlich viel passiert ist. Nächste Sippe, Pakwans Sippe. Den hatten wir ja erst getroffen, deswegen passt es ja ganz gut. Auch Pakwan, einer der ehemaligen Sippenführer Al-Shedims, hat sein Lager zusammen mit seinen Männern in den Ruinen nahe der Stadt aufgeschlagen. Pakwan ist ein strenger Krieger mit eher konservativen Ansichten, der Wutras loyal zur Seite steht und ihn unterstützt. Seine momentanen Motive sind ebenso unklar wie die von Wutras. Onatas Sippe. Solltest du dich innerhalb Al-Shedims ungebührlich benehmen, wirst du recht bald einen von Onatas Männern kennenlernen. Onatas blieb im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern, die die Stadt verließen, in Al-Shedim und ist ein ruhiger Mann, der nicht der geborene Krieger ist, dafür aber diszipliniert und pflichtbewusst die Verwaltung wichtiger Aufgaben in der Stadt übernimmt und die Führer der Stadt in deren Abwesenheit vertritt. Seine Männer sind vor allem Späher und Wächter, die sich darauf verstehen, unentdeckt jede Regung wahrzunehmen und Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Hurits Sippe. Im Nordosten Warans, in der Wüstenebene vor Lago, liegt an einer blühenden Oase das Lager der Sippe um Hurit. Der Sippenführer ist einer der großen Hüter der Wüste und Oberhaupt einer Gruppe von Männern, die hin und her gerissen zwischen den Bedrohungen durch abtrünnige Nomaden, Assassinen und dem für viele wenig vertrauensvollen Frieden zu Orks, die in Lago stationiert sind, stets ihre Ansichten und Prioritäten überdenken müssen. In dieser rauen Region ist man sich bewusst, dass man manchmal gewalttätig und gegen seine Überzeugungen handeln muss, um zu überleben. Und so finden sich hier vielleicht die härtesten Männer der Wüste. Für den seelischen Ausgleich unter ihnen ist der einflussreiche Priester Watras zuständig, dessen Wort nicht nur unter seinen Mitbrüdern innerhalb der Sippe schwerwiegt. Er ist die ruhig mahnende Stimme, die dafür sorgt, dass Hurits Männer ihre Ideale nie aus den Augen verlieren. Kasims Sippe. An dieser Stelle muss ich eine Bemerkung machen. Kasim kommt im Spiel nicht vor, der ist erdacht worden von uns. Und zwar geht es darum, wir haben zwischen Morasul und Braga auf diesem ganz langen Streckenabschnitt eine Karawanserei eingerichtet. Wer nicht weiß, was das ist, guckt bei Wikipedia nach, ist ganz interessant. Handelt sich dabei um eine Reiseherberge an Wegpunkten oder an Wegstrecken innerhalb der Wüste. Diese Karawanserei wurde schön ausgebaut und an einer Oase ausgebaut. Und diese Oase wurde bewirtschaftet von einer Sippe, die
Also es wurde eine Sippe dafür gesucht, die das Ganze bewirtschaftet, die noch die Tugenden der alten Vorväter pflegt. Und zwar die halt noch Wissen in sich trägt um die Bewirtschaftung von Oasen, um das Leben mit der Wüste. Was dann eben auch so ein kleiner Konflikt innerhalb der Nomaden war, dass viele halt gar nicht mal wussten, wie das geht, weil sie halt nicht diese traditionelle Ausbildung von Kindesbeinen an quasi hatten. Denn die meisten Schreiber, die dann zu den Nomaden gekommen sind, waren natürlich keine geborenen Nomaden. Aber kommen wir zu Kasims Sippe. Auf halber Strecke zwischen Morasul und Braga stößt man etwas abseits der Karawanenstraße auf eine beflissentlich kultivierte Oase von beachtlicher Größe, an der sich nicht nur die Karawanserei Al-Aristo befindet, die alle Reisenden sowie vorbeiziehenden Karawanen Gelegenheit zur sicheren Rast bietet und so ein kleinerer Ort für Handel und Austausch ist, sondern auch eine immer größere Siedlung an Zelten, die von der Sippe des alten Nomaden Kasim geleitet und geschützt wird. Im Auftrag der Wüstenfüchse um Enrique hatte Kasim sich mit seinen Männern auf dem Weg zur Karawanserei gemacht, um die Wasservorkommen zu kultivieren und sie zu einer reichhaltigen und zuverlässigen Nahrungsquelle aufzuarbeiten. Kasim ist ein sehr traditionsbewusster Mann, der stets dem Sittenverfall und Verlust traditionellen Wissens des Wüstenvolkes kritisiert und entschlossen für deren Erhalt einsteht. An seiner Seite sind der junge Sefar, der von ihm die alten Traditionen erlernt, und sein alter Freund Yusuf zu finden. Die Männer sind allesamt eher traditionelle Handwerker und Bauern als erfahrene Kämpfer. An dieser Stelle noch kurz die Bemerkung, Enrique und die Wüstenfüchse. Enrique ist ein Mann aus dem Norden gewesen, der in Al-Shaddim sich angesiedelt hat, und er war eigentlich ein übelster Säufer, und er wurde dann damit beauftragt, sein Wissen um das Überleben in der Wüste Neuankömmlingen näher zu bringen, und diese Organisation, die er damit gegründet hat, die hat er die Wüstenfüchse genannt. Also das nur zur Erklärung, was die Wüstenfüchse sind. So, Ateras-Sippe. Ein gutes Stück weit vor Bakaresh, an einer fruchtbaren Oase, lagert die Sippe um Ateras und seinen Freund Sinica. Einst mit dem Ziel, Bakaresh zu erobern, mussten er und seine Männer mit dem Erstarken des alten Bundes der Assassinen von diesem Ziel abweichen und haben sich nun vor allem einem Leben in Einklang mit der Wüste verschrieben, das ihnen auch abseits der Oase ein Überleben in den kargsten Regionen Varans ermöglicht. Und eine dieser Regionen liegt praktisch direkt um die Ecke. Nur unweit der Oase findet sich eine Ebene, in der sich die Hitze dermaßen staut, dass nicht einmal die härtesten Pflanzen dort wachsen und nur geflügelte Tiere sich aus angrenzenden Gebieten hierher wagen. Zu allem Überfluss liegt im Zentrum der Ebene eine unterirdische Wasserader verborgen, die den Untergrund in ein tödliches Becken voller Treibsand verwandelt. Grund genug also, sich auf die Grundregeln des Überlebens zu besinnen. Azarus-Sippe. Um das Versteck der Sippe Azarus zu finden, muss man wirklich wissen, wo man suchen muss. Tief in den Bergen gelegen, lagern die Männer um den jungen, doch umsichtigen Krieger in einem Höhlensystem, das selbst dann kaum zu finden ist, wenn man seine Lage kennt. Die Nomaden um Azaru haben sich vor allem der Beobachtung des Geschehens um Braga verschrieben, dessen Befreiung von Zubens Vorherrschaft ihr langfristiges Ziel ist. Neben den vornehmlich jungen und enthusiastischen Kriegern haben sich auch einige der Sklaven in Braga Azaru angeschlossen und unterstützen den Hehler Marus, ebenfalls ein Mitglied der Sippe, dabei, den Assassinen ihre Besitztümer zu stehlen und anschließend wieder gewinnbringend zu verkaufen. Marus ist außerdem seit kurzem der Kontaktmann der Sippe, um die über lange Zeit praktisch nicht vorhandene Kommunikation zu Al-Shaddim aufrechtzuerhalten. Azarus Männer haben Vorbehalte gegenüber den Führern in Al-Shaddim, weil sie sich abgeschoben und vergessen fühlten. Die fühlten, möchte wohl angemerkt sein. Die erschütterte Beziehung zwischen ihnen erholt sich nur langsam. Kajor-Sippe. Die Nomaden um den ehrgeizigen Kajor verfolgen ein schier unmögliches Ziel: die Befreiung des vielleicht größten Sündenpfuhls des Festlandes, Morasul. Am westlichen Rand der Ruinenfelder nahe der reichen Großstadt versteckt sich die Sippe in einer Höhle und beobachtet von dort aus die Entwicklungen in der Stadt, was vor allem Aufgabe von Sanuyem und des als Arenakämpfer in der Stadt ansässigen Kriegers Anktos ist. Zur Ernüchterung der Nomaden hat sich bislang noch nicht einmal der Hauch einer Chance geboten, die Assassinen auf kriegerischem Wege aus der Stadt zu vertreiben.
Von ihrem Ziel wollen sie sich dennoch nicht abbringen lassen. Doch genau das könnte bald zum Problem werden, denn offenbar haben Kopfgeldjäger die Witterung aufgenommen. Sippe der Akazie. Diese Sippe ist ebenfalls komplett von mir erfunden. Ich habe sie ganz in den Nordwesten Varanz angesiedelt, weil dort ansonsten einfach nichts war und ich wollte diese Sippe erstellen und da hat sie mir ganz gut hingepasst eigentlich. Es war also Niemandsland, wo man sich komplett was ausdenken konnte. Diese Nomadensippe ist die wohl urtümlichste der bekannten Verbände. Ihr Kontakt zum Ballungsraum in Al-Shadim ist praktisch nicht vorhanden. Und so unterscheidet sich das Auftreten der Krieger, die vom Wassermagier Hakim geführt werden und im tiefen Nordwesten Varanz ihre Heimat haben, grundlegend von dem der anderen Nomadenstämme. Ein eigentümlicher Kult um die Wüstengöttin und den Wassergott, die nach ihrem Glauben den alles umschließenden Gott Adanos bilden, bizarre Medizinmänner, fremdartige Maskenfeste, dies und die extrem dunkle Hautfarbe der meisten Sippenmitglieder vermitteln das Gefühl, einer vollkommen anderen Kultur zu begegnen. Ja, also ich habe damit das schwarzafrikanische Kulturgut ein bisschen mehr beleuchten wollen. Hakim ist auch ein etwas anderer Wassermagier. Er ist eigentlich kein Wassermagier, sondern mehr Erdmagier. Also es war so, die Wassermagier haben die Erde und das Wasser als Element zum Beherrschen gehabt, während die Feuermagier Luft und Feuer hatten. Und Hakim war eben, weil er halt anders war, kein Wassermagier so wirklich, sondern ein Erdmagier und hat auch eine gelbe Robe getragen statt einer blauen. Und Maris hat, als er dort war, das Maskenfest kennengelernt. Das gibt es übrigens wirklich in Schwarzafrika. Ist ganz interessant eigentlich, sich also generell so über die afrikanische Kultur mal so ein bisschen zu informieren, so Ahnenkult und sowas. Ich habe da übrigens gewisse Parallelen zum Ahnenkult in Nodmar festgestellt, darauf kann ich dann aber, wenn wir in Nodmar sind, irgendwann nochmal zu sprechen kommen. So, dann gibt es natürlich noch Maris Sippe. Die mit Abstand jüngste Sippe der Nomaden bilden die Männer und Frauen um den Tempelwächter Maris, an dieser Stelle noch Tempelwächter, haha. der mittlerweile mit seinen Freunden Lobedan und Onatas die Nomaden Al-Shadims anführt. Oh, wir hören? Spoiler-Alarm, haha. Spöttisch als die Sippe der Verstoßenen bezeichnet, war der Ruf dieser eingeschworenen Gruppe zunächst nicht sonderlich gut. Und eben dadurch hatte sich das starke Band zwischen den Mitgliedern dieser recht kleinen Sippe gebildet, die vor allem am Erfolg ihres Sippenführers gemessen wird und sich in ihrem einjährigen Bestehen nicht nur rehabilitiert, sondern zu einer festen Größe innerhalb Al-Shadims etabliert hat. Jeder in der Sippe hat seine Stärken und festen Aufgaben, sodass sie sich als Einheit perfekt ergänzen und selbst ein Sandläufer zum wichtigen Bestandteil wird. Oh, das müsste ich natürlich auch noch vorlesen. Sippenmitglieder sind übrigens Maris selbst natürlich, seine Frau Aniron, Wassermagierin, also insofern man sie dazuzählen möchte. So wirklich offiziell hat sie eigentlich nie dazugehört, aber als Frau von Maris ist sie im Prinzip schon ein Teil. Dann der nächste in der Rangfolge ist Maris Stellvertreter Azad, er ist Tempelwächter vom Rang. Dann eine, na, sagen wir mal, etwas zwiespältige Persönlichkeit, die hohe Wassermagierin Alia. Sie hatte von Anfang an eigentlich keinen Bock mit der Sippe irgendwas zu tun zu haben. Sie hat sich aber mit dem Kreis des Wassers verscherzt und deswegen wurde sie zur Sippe der Verstoßenen damals abgeschoben und sollte die halt unterstützen. Damit man sie los war im Tempel. Also hat sie sich dann gezwungenermaßen dem Ganzen gefügt, weil sie ansonsten rausgekickt worden wäre aus dem Kreis und ist dann irgendwann halt doch so ein bisschen reingewachsen. Ist aber so eine kleine Attention-Whore, so eine Lady. So ganz schön hochmütig ist sie. Dann die Ruinenwächter, also die nächsten in der Rangfolge sind Jafar, ein ganz interessanter Kerl, der ist nämlich der Sohn eines reichen Händlers und um mehrere Ecken herum Adeligen aus Morasul, der sich aber gegen den Pomp der Assassinen entschieden hat und dann zu den Nomaden gekommen ist. Der ist gut ausgebildet worden, ist sehr intelligent, sehr gerissen und hat eine scharfe Zunge. Dann die Ruinenwächterin Tamar. Sie ist eine ziemlich kleine, also wirklich kleine Frau, die erstmal ganz niedlich rüberkommt, aber wenn man sie näher kennenlernt, dann stellt man fest, dass sie ganz schön haut drauf ist. Sie säuft jeden anderen in der Sippe unter den Tisch und ja, sie ist halt doch so eher so die ruppige Art, so ein bisschen, ne? So sehr resolut eben.
Und dann ebenfalls ruinen möchte, ist Jubair. Er ist ein älterer Herr, der, also, ja, wird so Mitte 40 war es, glaube ich. Ich habe es in einem extra, in einer extra Datei alles aufgeschrieben, aber ich bin jetzt gerade zu voll, die aufzumachen. Er ist ein älterer Herr, etwas älterer Herr als die anderen. Und er ist die mahnende Stimme innerhalb der Sippe immer. Er ist ständig bei allem dagegen und hat irgendwelche Einwände und Zweifel. Und nun ja, ist halt so die mahnende Stimme. Und er hat 2 Frauen und 10 Kinder. Also der war ein kleiner Potenzhammel. So, dann weiter. Unter den Sippenkriegern gibt es Omar und Wassan. Diese beiden sind richtig dicke Freunde. Und während während Wassan sehr, sehr weisungsbewusst ist, also sehr, 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 sehr den Regeln folgen will, ist Omar so eher der lockere Typ. Und die beiden haben zusammen das varantische Jungfrauen-Rettungskommando gebildet. Also es kam ständig mal vor, dass irgendjemand mal in der Wüste gerettet werden musste, meistens irgendwelche Charaktere, die sich den Nomaden anschließen wollten. Und diese beiden haben die dann immer gefunden eigentlich. Also die wurden dazu immer so ein bisschen abgestellt. Ja, ansonsten waren die halt immer mal so für irgendwelche drolligen Anekdoten mit verantwortlich dann. Und schließlich im Range der Sandläufer gibt es auch noch 2, die im Prinzip nicht wirklich die unteren Ränge bilden, sondern es sind halt alle irgendwo ein großer Brei, die irgendwie zusammenarbeiten und sich ergänzen. Das sind Ali und Hussein. Erstmal zu Hussein, der ist, sagen wir mal, der Mechaniker, wenn man so will, in der Sippe. Also er ist handwerklich unglaublich begabt, kann alles zusammenbasteln und kann aus allem irgendwie was Gutes machen noch. Und ist aber ein sehr stiller Geselle, er redet nicht viel, aber er ist sehr nützlich und ist sehr treu und er kann halt aus allem irgendwas noch machen und hält alles gut in Stand. Und auf der anderen Seite, und er ist noch ein guter Jäger, glaube ich, auch noch gewesen. Und dann noch der Sandläufer Ali. Er ist so ein bisschen wie bei Ocean's 11, beziehungsweise in Nachfolgeteilen Matt Damon so die Rolle hat. Also er ist so ein bisschen trottelig und kriegt eigentlich nicht so richtig auf die Reihe. Will immer mit dazugehören. Er ist ein Vetter von Omar. Und ist deswegen halt mit dabei letztendlich und wird von allen geduldet, auch wenn jeder halt so sich so denkt, oh Ali, warum? So ungefähr. Ja, das ist die Sippe von Maris. Ich weiß gerade gar nicht, was genau der Grund war, weshalb sie die Sippe der Verstoßenen waren, aber ich nehme an, es hat damit zu tun, dass Maris irgendwie Scheiße gebaut hat oder so. War eigentlich immer so. Also wie es im Text stand, die Sippe wurde immer an den Erfolgen und Misserfolgen von Maris selbst gemessen. Gut. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die nicht in Sippen organisiert sind. Das ist einerseits Shakyor. Der dritte große Hüter der Wüste ist ein Mann, der ohne den Schutz einer Sippe, allein mit seinem treuen Gefährten, einem Löwen an seiner Seite, Angst und Schrecken bei seinen Feinden auslöst. Shakyor der Löwe ist vielleicht der größte Krieger unter den Nomaden, der die alte Kunst des Bandes der Freundschaft zu einem wilden Raubtier aufrechterhält. Seit Jahren hält er sich in der Wildnis nahe Lago auf und sorgte vor allem unter assassinischer Besatzung des Dorfes so manches Mal für Panik oder befreite Sklaven aus ihrer Gefangenschaft. Seit der Besetzung Lagos durch die Orks beschränkt sich Shakyor zwangsweise auf die Beobachtung der Lage, um die recht guten Beziehungen zwischen Lago und Al-Shedim nicht zu gefährden. An dieser Stelle muss man dazu sagen, Shakyor selbst ist kein Freund der Orks. Aber er akzeptiert es, dass die Bemühungen bestanden, auf Seiten der Al-Shedimer Handel zu treiben mit den Orks und irgendwie in Kontakt zu kommen, weil es den Al-Shedimern einfach schlecht ging. Deswegen hat er da auch die Füße stillgehalten und sich ruhig verhalten. Und schließlich Lobedan. Ebenfalls in Al-Shedim zu finden, dessen Führung er zusammen mit Maris und Onatas übernommen hat, ist der Assassinenjäger ein eher im Hintergrund agierender Mann, dessen wechselhafte Geschichte im Kreis der Nomaden ihn undurchsichtig und zu einem durchaus kontroversen Charakter gemacht hat, dessen Freunde jedoch wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Mit der zeitweisen Führung Al-Aristos und der aktuellen Aufgabe in Al-Shedim als Mitführer und Rafik hat er einiges an Erfahrung auch abseits des Schlachtfeldes gesammelt, ist jedoch vor allem ein ausgezeichneter Kämpfer,
der eine Einheit mit seinem Pferd bildet und von dessen Rücken aus zuschlägt. Soweit dazu. Jetzt noch, was ich natürlich noch gesagt hatte, ich will noch erwähnen, was die Prüfungen im Einzelnen waren. Wutras lasse ich mal kurz außen vor, das erwähne ich als letztes. Zunächst erstmal Pakwan. Pakwan wollte, es ging darum, dass, irgendwie ein Plan ersonnen werden sollte, um Zuben zu beseitigen. Und dazu war Maris Schlüsselidee gewesen, die Assassinen in Morasul von Zuben abzutrennen, da Morasul die mächtigste Stadt einfach war, abgesehen von Ishtar in der Wüste. Denn Bakaresh hat ja nicht mehr zu Zuben gehört, wie ich schon mal, glaube ich, erwähnt hatte. Bakaresh war unter der Führung des Alten Bundes, also eigenständige Assassinen, die sich gegen Zuben gestellt haben. Ja. Deswegen wollte Maris irgendwie Morasul und Zuben entzweien. Ja. Und dazu wollte er irgendwie die Raffgier der Assassinen nutzen. Denn niemand ist so goldgierig wie Gonzales, der Herr der Assassinen in Morasul. So, und deswegen hat Pakwan ihm die Aufgabe erteilt, er soll nach Morasul und in den Palast eindringen und irgendwie rausfinden, was er da machen könnte. Also soll halt die Lage sondieren, soll spähen und soll rumspionieren dort. Ja, das hat er gemacht und er hatte sich dann einen Plan ersonnen. Das erwähne ich dann aber nochmal, wenn wir in Morasul sind. So, von Onatas, das war auch ganz interessant. Das erwähne ich später, glaube ich. Ja, das erwähne ich später, wenn ich die Geschichte erzähle. Onatas hat, er ist ein Freund von Maris, wie ich auch im Text mit erwähnt hatte. Und Maris hatte eine Begebenheit sehr erschüttert, die viel mit Hass auf einen Assassinen, auf Berash nämlich, den ich ja auch schon mal in Bakaresh, glaube ich, gegrüßt hatte. Hallo Berash! Zu tun hatte. Und Onatas konnte das nicht mit ansehen und deswegen war seine Prüfung, hatte sehr viel damit zu tun, diesen Hass abzubauen und zu vergeben. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, komme ich dann nochmal gleich dazu. Hurids Sippe. Hurid hatte ich schon erwähnt, in der Nähe von Lago gelegen, hat Maris aufgetragen, krieg's hin, dass du ein Bündnis mit den, oder ein Handelsbündnis mit den Orks irgendwie zustande kriegst. Oder erringe den Respekt der Orks. Und das hat Maris ja dann dadurch umgesetzt, dass er an Seite der Orks gegen den Königswaran gekämpft hat. Kasims Sippe? Weiß ich grad gar nicht. Was war denn Kasims Aufgabe? Das müsste ich nochmal nachschauen. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Ich weiß es gerade nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Schreibe ich mir mal irgendwie auf. Moment. Schreiben wir mal fett hier auf unseren politischen Wich. Kasim Prüfung. Gut. So, Ateras Sippe. Das hatten wir ja schon jetzt erst gehabt, vor Bakaresh in der Oase gelegen, war ja Ateras Sippe. Das war die Geschichte mit diesem sengend heißen Tal, in dem Maris zusammen mit Tavik, den er da bei sich rumgeschleppt hatte, überleben musste. Ohne irgendwie Proviant mitzukriegen. Genau, um halt zu zeigen, er lebt mit der Wüste. Azarus Sippe, das hatten wir ja auch, das war bei Braga in den Wüsten, in den Wüsten, in den Bergen gewesen. Azaru hat Maris aufgetragen, sich um dieses Geschmeide zu kümmern, was ich bereits schon mal erwähnt hatte, was dann letztendlich Maris zusammen mit Tinquilius, dem obersten Wassermagier, in den Tempel von Vensala führte, wo sie das Ding dann letztendlich klein gekriegt haben. Kaios Sippe. Wie im Text schon beschrieben, wurde Kaior von Kopfgeldjägern angegriffen, beziehungsweise von einem bestimmten Kopfgeldjäger, und das war zu der Zeit, als Maris noch als Straßenjunge durch Morasul sich bewegt hat, mal sein bester Freund gewesen. Ahmazar hieß der. Und mit dem war Maris gut befreundet gewesen. Allerdings hatte sich dann da irgendwie, also Maris hatte sich dort dann immer durchgeschlagen, indem er
die einzelnen Straßengangs sozusagen gegeneinander aufgewiegelt hatte und er hat sich dann immer das genommen, was dann übrig blieb, nachdem die sich niedergekloppt hatten oder hat dann, während die sich alle gekloppt hatten, denen die Reichtümer abgenommen. Und irgendwie ist es dann aber mal rausgekommen und dabei ist dann nicht bloß Maris dran gewesen, sondern auch sein Kumpel Ahmazar und die mussten beide fliehen aus Morasul. Und das hat Ahmazar ihm nie verziehen und er ist ein Assassine geworden letztendlich und wurde dann Kopfgeldjäger. Während Maris eben bei den Nomaden gelandet ist und so sind sich die beiden dann wieder begegnet und in einem Armbrustduell, das war auch ganz witzig gewesen, im offenen Ruinenfeld westlich von Morasul haben die ein Armbrustduell sich geliefert und in diesem Armbrustduell hat Maris letztendlich dann Ahmazar getötet. Zusammen mit seinem Tiergefährten Marik übrigens. Die Sippe der Akazie hat eine ziemlich einfache Aufgabe für Maris gehabt, erstmal formell zumindest, nämlich Maris sollte den Wasser- bzw. Erdmagier Hakim, nämlich den Sippenführer der Sippe der Akazie, besiegen. Das Problem war, der Kerl ist, also das, genau diese Sippe der Akazie, ich glaube, die war in diesem fruchtbaren Tal angesiedelt, das ich mal an einer Stelle erwähnt hatte hier, also hier bei den Mythen und Legenden um Marant. Das Problem war, der Kerl hat sich flink und geschickt wie ein kleiner Affe auf die Bäume geschwungen und ist dann hin und her gehüpft und hat mit Erde geworfen und lauter solche Sachen. Und Maris hat bloß zwei Stöcke in die Hand gekriegt und sollte es dann schaffen, ihn zu besiegen. Und letztendlich hat er das dann irgendwie geschafft, indem er irgendwann die Geduld verloren hat und ihm die Dinger an den Kopf geworfen hat. Dadurch ist Hakim vom Ast gestürzt und auf den Boden. Irgendwie so war das, glaube ich, gewesen. War ein etwas abgefreakter Kampf gewesen. Ja, und schließlich noch Shakyor. Er hatte als Aufgabe Maris gestellt, die Beziehungen zu Marik halt zu meistern und da ein richtiges Band zwischen den beiden aufzubauen, was letztendlich auch funktioniert hatte. Und übrigens ist Shakyor auch derjenige, der mir überhaupt die Idee gegeben hatte, dazu, dass die Hüter der Wüste, bevor sie Hüter der Wüste werden, Prüfungen bei sämtlichen Sippenführern erledigen müssen, denn es ist hier im Spiel so, dass Shakyor seinen Löwenstein weggibt, aber erst nachdem man mit allen Sippenmitgliedern bzw. mit allen Nomadenführern geredet hat im Spiel, was wir natürlich auch noch tun werden. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich schon wieder ganz lange gequatscht. Moment, ich guck mal kurz auf die... Mach doch mal zu hier. So, ich guck mal kurz auf die Zeit. Hossa, ho 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 ho. Ich glaube, ich muss das doch in zwei Folgen teilen. Zwei lange Folgen, na spitze. Okay, Gildenbeziehungen. Es gab natürlich noch andere Gilden außer den Nomaden. Das war einerseits die Gilde Innos. Die hat unter der Führung von Robert II. Natürlich existiert, bestand aus Feuermagiern und den Rebellen. Die Rebellen waren halt einerseits normale Rebellenkrieger und andererseits auch Paladine, die noch Robert gedient haben, je nachdem, was man für einen Rang war. Und mit denen war es so, dass dafür war vor allem Kronos noch zuständig. Kronos, der Wassermagier, in allen Spielen bekannt. Auf denen sind wir bisher noch nicht getroffen. Werden wir aber vielleicht noch, wenn ich ihn irgendwann mal finde. Der war da hauptsächlich für verantwortlich. Kronos ist generell für die weltlichen Dinge verantwortlich, also auch für Bündnisse. Der Kreis des Wassers hat mit der Gilde Innos ein offizielles Bündnis geschmiedet, was Maris zum Beispiel nicht so gepasst hat, weil er kann die Innosler überhaupt nicht leiden. So, aber der Text dazu. Das einzige offizielle Bündnis, das die Mitglieder des Wüstenvolkes, vor allem von den Wassermagiern forciert, unterhalten, wird mit der Gilde Innos geführt. Nicht nur Beistand in Zeiten der Not, sondern auch Handel mit den verschiedensten Waren umfassen diese Verbrüderung der beiden Fraktionen, die durch die gemeinsame Vergangenheit der Feuer- und Wassermagier in der Heiligen Allianz eine besondere Verbindung erfährt. Also wir merken schon, diese Trennung, die damals da reingekommen ist bei der Heiligen Allianz durch die Geschichte, die wir halt mal gehört hatten hier, die ich auch mit vorgelesen hatte, die ist dann nicht so ausgeartet, dass es in unglaublichem Hass endete, sondern man hat sich dann respektiert und gegenseitig unterstützt. Dann gab es natürlich die Bruderschaft des Waldes, also Druiden und Waldläufer, auf die wir ja schon in Montana getroffen sind. Zu den Druiden und Waldläufern unterhält das Wüstenvolk zwar kein offizielles Bündnis, jedoch sind die beiden Völker durch den gemeinsamen Glauben an Adamus bzw. die Schöpfung des Gottes des Gleichgewichts sowie den ähnlichen Lebensstil in gewisser Weise miteinander verbrüdert.
Diese spezielle Verbindung wurde in der Vergangenheit bereits durch gemeinsame Pilgerreisen oder Unterstützung in der Not besiegelt. Dennoch gestaltet sich das Verhältnis der beiden Fraktionen zwar kollegial, aber recht neutral, dadurch die recht große Distanz der beiden Siedlungsgebiete der Gilden und die dadurch resultierenden unterschiedlichen Interessenlagen im Speziellen nur eine begrenzte Möglichkeit zur Begegnung miteinander und dem Austausch untereinander besteht. Die Clans des Nordens. Das sind dann eben die Krieger, die in Nordmar unterwegs sind. Das Verhältnis des Wüstenvolks zu den Clans ist gespalten. Ein Teil der Gilde pflegt ein gutes Verhältnis zu den Nordmarern. Vor allem die Wassermagier seien hier genannt, da einige der ehemaligen Söldner unter Lee auf Onas Hof auf Korinnes mit ihnen gemeinsam gearbeitet und nach der Ork-Invasion den Weg in den Norden eingeschlagen hatten. Und so trafen die Magier und Clankrieger ein Abkommen miteinander, nachdem nordmarische Söldner bei der Bewachung Al-Shedims aushelfen sollten. Dazu komme ich dann auch nochmal, wenn ich die Geschichte erzähle, denn das ist erst in der ganz späten Geschichte des Wüstenvolkes gewesen. Vielen Nomaden jedoch stößt der Vertrauensbruch ihrer magisch begabten Brüder, ehrenvolle Aufgaben durch in ihrem Verständnis Fremde erledigen zu lassen, sauer auf. Und so sind die Beziehungen zwischen den beiden Kriegerfraktionen, die in Al-Shedim aufeinandertreffen, recht strapaziert. Diese Konkurrenz jedoch könnte sich schon bald in einem sportlichen Wettstreit um die Gunst der Wassermagier wandeln. Ist leider nicht so gekommen, aber egal. Orkisches Imperium. Dazu gehören einerseits die Orks, also Schamanen, Ork-Krieger, aber auch die Ork-Söldner. Wie unter den meisten Menschen hat die Belagerung Mirtanas durch die Orks auch Hass und Vorbehalte unter vielen Mitgliedern des Wüstenvolkes geschürt, sodass die allgemeine Beziehung zur Besatzungsmacht in der Regel negativ ist, wenngleich sich einige Mitglieder des Wüstenvolkes aktiv um eine vernünftige Beziehung zueinander einsetzen. Hierbei ist besonders der Wassermagier Hyperius hervorzuheben, der offen den Kontakt zu den orkischen Besatzern in Lago suchte und unter Riskierung seines Ansehens und seiner Gesundheit eine dünne Handelsbeziehung aufbaute, die immer noch von einigen Mitgliedern der Gilde gepflegt wird. Abgesehen davon herrscht vor allem Ablehnung gegenüber den restlichen Ork-Garnisonen in Mirtana, wenngleich durch die große Distanz zu ihnen eine mittlerweile indifferente Haltung Einzug hält. Ja, also, wie ich schon mal erwähnte, Handelsbeziehungen zu den Orks, die wurde aber nicht von Maris eingeleitet ursprünglich, sondern das war der Wassermagier Hyperius, ein Schreiber von uns. Der hat sich generell so für Akzeptanz und Toleranz eingesetzt, ist eigentlich ganz witzig mit ihm gewesen, weil er dann oft verprügelt wurde dafür oder durch die Gegend gejagt wurde, weil er das tat. Okay, Zirkel um Xardas, das umfasst einerseits die Assassinen des Alten Bundes in Bakarish und andererseits die Schwarzmagier, die im Kastell des Zirkels nördlich von Bakarish, wie ich bereits erwähnte, das Kastell immer mitgezogen in sämtlichen Spielen, wenn dann umgezogen wurde in eine neue Region, hausen, ja. Zu den Schwarzmagiern des Zirkels und Xardas und den Assassinen des Alten Bundes herrscht zwar ein neutrales Verhältnis, jedoch fürchten sich vor allem die schlichteren Gemüter unter den Nomaden vor den unheimlichen Magiern, die die Endgültigkeit des Todes zu negieren wissen. Auch die Klingenmeister Bakareshs werden mit Furcht betrachtet, scheinen diese Meister des lautlosen Mordes doch den Tod in Personen darzustellen. Hinzu kommt, dass zwischen Maris und Berash, dem Emir Bakareshs, eine Rivalität besteht. Rivalität ist nett ausgedrückt, muss ich sagen. Die Nomaden begnügen sich damit, die Assassinen Bakareshs nicht zu provozieren. Und die Magier des Kreises des Wassers behandeln die Schwarzmagier in der Regel als Kollegen im Dienste der Wissenschaft, sodass eine angespannte Akzeptanz des Zirkels und des Alten Bundes besteht. Und schließlich Zubens Assassinen. Diese Gruppierung wurde nicht von irgendjemandem geschrieben bei uns, was sehr schade war. Da hätte man viel mitmachen können, wenn da ein paar Schreiberlinge das als Gilde beschrieben hätten, aber leider musste man da aus irgendeinem Grund das unbedingt anders machen, was weiß ich. Zubens Assassinen. Ganz anders sieht das Verhältnis des Wüstenvolkes zu den Schergen Zubens aus. Im Kampf gegen Unterdrückung und auf der Suche nach Freiheit hatten es sich die Nomaden zur Aufgabe gemacht, die Städte der Wüste von Zubens Vorherrschaft zu erlösen, nur um sich nun von seiner Macht bedroht zu sehen. Vermutlich ist es nur die Tatsache, dass Bakaresh eine gewichtigere Bedrohung für Zuben darstellt, die Al-Shedim bisher vor einem ernsthaften Schlag des Assassinenführers verschont hat.
Dennoch haben die Nomaden ihr langfristiges Ziel noch nicht aufgegeben und beobachten die Siedlungen der Assassinen, rauben ihre Karawanen aus und versuchen auch sonst alles, um ihnen zu schaden. So viel also zu dem Verhältnis der Nomaden zu anderen Gilden. Dann haben wir jetzt soweit alles durch, was ich hier an Beschreibungen habe, außer dann der Beschreibung des späteren Aishedims. Dann kann ich jetzt zur Geschichte Aishedims kommen. Ich versuche es kurz zu halten. Also, wir beginnen an der Stelle, an der die Nomaden sich mit den Wassermagiern verbündet haben in Aishedim und die Piraten in die Nomaden gemündet sind. Man hat die Stadt aufgebaut, man hat die Taverne aufgebaut, man hat sich ein Leben eingerichtet dort überhaupt erstmal und hat das Ganze zu einer Zeltstadt errichtet und ausgebaut. So, dann hatte man aber natürlich wieder ins Auge gefasst, die Gegend von Zugens Einfluss zu befreien. Und da hat man als erstes Ziel, als offenbar leichtestes Ziel, Lago gesehen, das nur ein kleines Dorf ist, das schlecht bewacht war. Und so hat man einen Angriff ersonnen. Wobei der erste Angriff, es gab zwei Angriffe auf Lago. Der erste Angriff war nur zur Befreiung von Watras gedacht, denn Watras hat man bei unserem Rollenspiel zunächst, wie es hier im Spiel ist, auch in den Kerker von Lago gesteckt. Bei dem ersten Angriff wurde also Watras befreit. Beim zweiten Angriff hat man Lago in die Zange genommen. Die Piraten, die immer noch da waren, die sind von der Seeseite gekommen und haben das Dorf unter Beschuss genommen, während die Nomaden von der Landseite her angegriffen haben. Und so hat man unter ganz schönen Blutvergießen dann es geschafft, Lago zunächst zu befreien und die Assassinen von dort zu vertreiben. Lago war also für eine kurze Zeit unter der Herrschaft der Nomaden. Das hat sich später wieder geändert, denn nicht Zuben war dann derjenige, der zugeschlagen hatte, um das zurückzuerobern, sondern die Orks kamen aus Myrtana angewalzt mit einer riesigen Garnison und haben das Ganze einfach platt gewalzt. Die Nomaden hatten dann keine Chance mehr. Ja, so viel zu der Geschichte mit Lago. Dann kam Folgendes. Also das ist jetzt natürlich auch sehr auf die Geschichte von Maris bezogen, weil ich das natürlich hauptsächlich aus meiner eigenen Perspektive dann immer wahrgenommen habe. Und es dann auch dadurch, dass ich dann viel dann Führungstechnisches mitgeschrieben habe für die Nomaden, sich ein bisschen überkreuzt hat, das Ganze. Es war dann so, Maris hat in Aishedim, also zunächst hat er nach diesem Angriff, oder vor diesem Angriff hat er erstmal das Kämpfen natürlich gelernt, hat es angewendet dort in Lago in dem Kampf. Ist dann aber, dann ist es dazu gekommen, dass er von einem Assassinen, den er in der Wüste nackig gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, er hat ihm nämlich die Klamotten geklaut und hat ein Weisungsschreiben bei ihm gefunden. Ich habe das schon mal erwähnt, dass er, der Assassine, den er da nackig gemacht hat, der wollte nach Ishtar und wollte dort eine Ausbildung zum Koch in der Palastküche von Ishtar antreten. Diese Position hat Maris dann kurzerhand mal eingenommen und hat so das Kochen in der Palastküche, Küche von Ishtar gelernt. So, ist er wieder zurück nach Aishedim, hat dort in der Taverne dann die Position des Kochs übernommen, denn die Wirtin Anne-Bonny, hat nie wirklich kochen können und er hat dann halt dort arabische Gerichte hingezaubert, so ungefähr, also sehr orientalische Gerichte. Und ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich war. Ja, dann hat er selbst auch neben seiner Position als Koch ab und zu Leute ausgebildet am Schwert und war dann ein bisschen doppelbelastet gewesen und hat bei einer Ausbildung, ich glaube, als er selber ausgebildet wurde, war das gewesen, eine Adeptin des Wassers namens Belkala kennengelernt. Ja, Kunst des Kampfes. Ja, dann hat Maris den Zwei-Waffen-Kampf gelernt, also mit zwei Schwertern zu kämpfen. Und war dann schon ein ernstzunehmender Krieger, das beherrschten nicht viele. Und dann passierte Folgendes. In einer Nacht, eines Nachts lernte Maris, traf Maris nach langer Zeit mal wieder auf diese Belkala eben. Und die hatte sich ein bisschen vorher, war verheiratet, also sie hatte jemanden geheiratet.
Und die beiden sind dann aber scharf wie Nachbars Lumpi aufeinander geworden auf einmal und haben dann die Nacht miteinander verbracht. Am nächsten Morgen ist dann alles rausgekommen, weil sie schlechtes Gewissen hatte und ihrem Mann alles erzählt hatte. Daraufhin hat Maris sich eine gefangen, eine ordentliche, und ich weiß gar nicht, wie das bei den beiden dann ausging, aber ich glaube, die haben sich dann auch wieder irgendwie getrennt, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war Maris dann ganz, ganz arg schlecht gelaunt, beziehungsweise er hat halt nichts mit sich anzufangen gewusst. Er wollte halt was Sinnvolles tun, nachdem er hier so eine Scheiße gebaut hatte. Und da bot sich die Gelegenheit für den damaligen obersten Wüstenräuber, das war ein NPC übrigens, der hieß Abdul Benarazi, für den bot sich die Gelegenheit, Leibwächter zu spielen. Das hat er getan, doch irgendwann in einer Situation, wo Mars eigentlich nichts hätte machen können, wurde Abdul umgebracht von Assassinen aus Bakaresh. Und Maris dahin, der ist dann natürlich erstmal, für ihn ist alles zusammengebrochen, weil er nicht mal das hingekriegt hat, Abdul zu beschützen, von dem er übrigens viel gelernt hatte bis dahin. Der hat ihm viel gezeigt, wie diese ganze Organisation von den Speeren innerhalb der Ruinen funktionierte und alles. Und Maris wollte dann diesen Verantwortlichen finden und er hat dann eine kleine Gruppe zusammengestellt und die ist dann einer Spur nach Bakaresh gefolgt und die sind dann in die Kasbah von Bakaresh eingebrochen und dort wurden sie vom Emir von Bakaresh, nämlich von Berash, gestellt. Der hat sie gefangen genommen und er war nicht freundlich zu ihnen. Irgendwann sind sie, ich weiß gar nicht, wie die dann wieder freigekommen sind, irgendwie sind sie wieder rausgekommen, ich weiß nicht, ob sie geflüchtet waren oder sowas. Ab diesem Moment, weil Maris nicht wusste, wer genau Abdul getötet hatte, hat er dann kurzerhand einfach mal Berash dafür verantwortlich gemacht und ab diesem Moment ist ein unglaublicher Hass auf Berash in ihm entbrannt. Er wollte ihn tot sehen. Und dieser Hass, der hat sich noch lange, lange, lange fortgetragen. Als Maris dann wieder nach Aschedim zurückkehrte, haben die Sippenführer und Wutras, also oberste Nomade, gesehen, dass Maris sich mehr selbst zerfleischt und damit ein Mitglied der Gemeinschaft eben nicht mehr nützlich ist, sondern bloß noch eine Last, weil er halt nur noch Scheiße baut, so ungefähr. Und deswegen hat man ihm, um ihm wieder eine Struktur ins Leben zu bringen und ihm zu zeigen, dass ihm noch vertraut wird, diese frei gewordene Position als obersten Wüstenräuber angeboten. Und damit ist Maris vom Leibwächter des obersten Wüstenräubers selbst zum obersten Wüstenräuber geworden. Ja. Und hat damit das große Zelt, das vorher Abdul gehört hatte, bezogen und lebte ab dem Punkt eigentlich ganz gut. Ja, dann brach Krieg aus in Myrtana, denn die Robas Leute haben dann Morgenluft gewittert, haben Ardea zurückerobert, glaube ich, und wollten dann eine Offensive starten gegen die Orks. Oder war es andersrum? Nee, ich glaube, die Orks haben dann die Menschen niedermachen wollen. Genau, ich glaube, es war ein Verteidigungskrieg der Menschen gewesen, denn die hatten einen Belagerungsring um Vengard geschlossen. Denn dass die Menschen stärker wurden, das kam dann erst später wieder. Die hatten einen Belagerungsring um Vengard geschlossen und da ja ein Bündnis bestand, hat man natürlich auch in Aschedim um Hilfe gebeten und daraufhin sind viele Nomaden nach Myrtana gegangen, um am Krieg teilzunehmen. Maris selbst hat nicht dazugehört, aber dadurch sind viele erstmal weg gewesen und haben dort an den Schlachten teilgenommen. Maris selbst hat in der Zeit Aniron kennengelernt, eine Weise, die bei einer Hebamme aufgewachsen ist oder einem Hebammerich, ich weiß es gerade gar nicht genau, irgendwie so. Jedenfalls eine Hebamme, die ursprünglich mal in Vengard groß geworden war und die in die Wüste gekommen war und in Aschedim gestrandet ist. Und mit Erde sich gut verstanden und ist so gut klargekommen. Und dann kam aber das Blöde, ein paar Abtrünnige wollten Aschedim angreifen und Maris hat sich denen entgegengestellt und wurde dabei unglaublich schwer verletzt. Dummerweise waren alle Heiler mit in den Krieg gezogen und damit war niemand, der ihn irgendwie hätte heilen können und da hat Aniron sich um ihn gekümmert und ihm gerade so das Leben gerettet. Ein Beginn einer großen Liebesgeschichte, ist das nicht schön? Ja, was haben wir dann noch? Genau. In der Anfangszeit wurde übrigens ein großes Turnier ausgetragen,
das da durfte halt jeder kommen und teilnehmen und konnten halt die besten Krieger des Festlandes sich gegeneinander beweisen. Und nun, der Krieg endete dann ein paar Monate später und daraufhin hat Marius beschlossen, eigentlich können wir nochmal ein neues Turnier machen, um zu zeigen, wir sind noch hier, um es mal mit Morpheus aus Matrix zu sagen. Ja, also die Menschen haben dann zur Feier ihres Weiterbestehens ein Turnier in Al-Jadim, ein zweites, veranstaltet und ich weiß gar nicht, ist da am Ende irgendwas Witziges passiert? Ach ja, natürlich! Nämlich Berash hat daran vermummt inkognito teilgenommen, als ein Krieger namens Kael, so hat er sich da bezeichnet. Und die beiden haben dann, Mars hat das am Ende erst, also er hat irgendwie diesen Kampfstil kannte er irgendwie. Und er wusste aber nicht, wer das war und hat dann, nachdem das Turnier vorbei war, denn die beiden sind im Turnier nicht aufeinander getroffen, hat er seine Spur verfolgt. Und vor Al-Shadim in den Ruinenfeldern haben die sich dann einen epischen Kampf geliefert, als dann rauskam, dass das Berash ist, der dadurch beendet wurde, dass es ein kleines Erdbeben gab und dadurch durch eine Erdverwerfung sind Massen von Sandcrawlern angekommen und haben ihren Kampf gestört. So, dann muss ich mal kurz gucken. Ja, dann war wieder eine Weile Ruhe gewesen, eine Zeit der Ruhe. Und dann ist Maris nach Nordmar aufgebrochen, denn er wollte die Armbrust lernen, die Kunst des Armbrustschießens. Auf dem Weg nach Mirtana ist er dort zusammen mit seinem Kamelbullen unterwegs gewesen und wurde dann angegriffen. Halt erstmal in der Karawanserei hat er ein Mitglied der Sippe der Akazie kennengelernt. Und die beiden haben sich gut verstanden und daraufhin hat der Typ von der Sippe der Akazie kurzerhand gesagt, ey, du bist mein Bro, ich gebe dir meine Brosche. Eine Brosche aus reinem Gold, die ein Akazienblatt darstellte, glaube ich. Nein, Quatsch, Akazienblatt, eine Akazie selbst darstellte. Das hat er sich so dran gepeppt und ist dann weitergezogen mit seinem Kamelbullen und dieses Ding hat blöderweise geglänzt in der Sonne und daraufhin wurde er von 5 Räubern angegriffen, gegen die er sich tapfer gewehrt hatte, doch er hatte nicht wirklich die Chance. Sein Kamelbulle hat sich dann damit reingeworfen und geopfert und hat einen niedergewalzt, aber ist selbst dabei gestorben. Und dann hatte Maris eigentlich keine Chance mehr gehabt gegen, ich glaube, 3 Gegner waren dann noch übrig oder 2, was weiß ich. Jedenfalls dann kam der Zorn der Wüste. Ein Sandsturm kam über das Land und während Mars sich unter einer groben Decke in den Sand eingegraben hat, um sich zu retten, sind die Räuber kurzerhand zerraspelt worden. Ihnen ist die Haut von den Knochen gefetzt worden durch den Sandstrahler sozusagen. Und so kam das etwas unschöne Ende für die Räuber. Und dieser Sandsturm, der Mars gerettet hat, das war die Erwählung durch die Wüste gewesen. Das wurde dann später mitgekriegt von den anderen Nomaden. Die konnten das rekonstruieren anhand der Leichenfunde und so. Mars selbst war zu der Zeit nicht mehr in der Wüste. Der hat das erst später, als er zurückgekehrt ist, erfahren. Das hat den Nomaden gereicht als Beweis, oh, Maris ist erwählt worden von der Wüste, als wahrer Sohn der Wüste. Also erste Bedingung zum Hüter der Wüste erfüllt, er selbst war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nur Ruinenwächter. Also Rang 4 von 6 sozusagen. So, da ging es ab nach Nordmar, dort hat er an den Befreiungskriegen gegen die Orks mit teilgenommen, hat zumindest ansatzweise das Armbrustschießen und das Armbrustbauen gelernt. Und dann ist er wieder zurück in die Wüste. Dort. Ach shit, jetzt habe ich nichts mehr dastehen. Schade. Jetzt muss ich es irgendwie selbst zusammenkriegen. Okay. Dort hat er dann in Bakarish. Dort war ein Zirkus anwesend und dieser Zirkus hat einen Liger in einem Käfig gehabt. Also eine Kreuzung aus Tiger und Löwe. Ich glaube männlicher Löwe, weiblicher Tiger. Riesenwüchsige Katzen, die auch zu Fettleibigkeit neigen, aber weil es halt ein Riesenkatzenvieh war das halt das Monstrum. Er wurde auch Ra's al Ghul genannt, habe ich nur ganz geringfügig von Batman geklaut, heißt so viel wie der Kopf des Dämons. Und
wurde halt von allen gefürchtet in der Wüste, weil es halt so ein paar Geschichten darum gab, ein paar Mythen halt, dass es so böse Bestie ist, Dämon und so, ne? Er hat den befreit und hat den kurzerhand nach Al-Shaddim mitgezerrt in seinem Käfig und hat dort versucht, ihn irgendwie, er war nicht der Liga, den hat er dann halt Marik genannt, ne? Den hat er dann versucht, irgendwie ruhiger zu kriegen. Der war natürlich unglaublich pissed off von Menschen, ne? Weil eben, ja, er wurde halt nur gequält und so in diesem Zirkus und deswegen hat er dann zunächst versucht, sich mit ihm ein bisschen warm zu werden und hat ihn dann in ein Gehege gepackt, wo er erstmal sich beruhigen konnte, hat ihm Fressen gegeben und so, hat versucht, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Dann kam aber ein Angriff der abtrünnigen Nomaden auf Al-Shaddim und die haben ihn freigelassen, woraufhin er unglaublich in Al-Shaddim gewütet hatte. Zum Glück waren ein paar Druiden gerade in Al-Shaddim, 3 Stück, die haben dann ihn wieder eingefangen. Ja, so, Maris hat es dann aber geschafft, sein Vertrauen zu gewinnen und hat es dann geschafft, dass die beiden quasi wie ein kleines Rudel wurden. Und bei Shakyo hat er dann noch ein paar Kniffe und Tricks gelernt, so rum, dass die beiden dann wirklich wie ein kleines Rudel waren, wobei Maris das Alpha-Tier war. Und das Ganze wurde dann noch verstärkt, als die Druidin Suzuran mal nach Süden kam, nach Al-Shaddim. Die hat sich dann mit Maris ein bisschen unterhalten und die haben dann über diese Beziehung zu dem Tier gesprochen, über den Tiergefährten, und letztendlich sind die dann zu Shakyo zusammen mal aufgebrochen und haben dort dann ein Ritual vollzogen, bei dem die Seelen von Marik und Maris miteinander verbunden wurden. Und ab diesem Punkt haben die sich wortlos verstanden, weil die Gedanken des einen waren auch die Gedanken des anderen. Und man war, also die waren richtig dick miteinander eben. Und dazu kam dann auch, dass der eine ohne den anderen nicht konnte. Vor allem Marik konnte nicht ohne Maris. Deswegen kam es dann auch dazu, dass dann die Kinder von Maris und Aniron, ja, Aniron war in der Zeit dann mal schwanger geworden irgendwann, hat dann Kinder auf die Welt gebracht. Die haben dann zusammen alle 4 im Tempel in der Kammer von Aniron übernachtet. Und da kam es dann auch mal vor, dass Marik, der eigentlich draußen pennen sollte, dann auf einmal mitten in der Nacht neben Maris war und dort mitgepennt hat. Und neben den kleinen Kindern, die genauso groß waren wie sein Schädel. Ja, das zu Marik. Okay, was dann? Dann kam die Sturmflut und damit kommen wir zu dem Punkt, grausame Ereignisse, die Al-Shaddim stark verändern. Und zwar gab es eine Flut, die das gesamte Rollenspiel betroffen hat. Große Rollenspielaktion. Ein Seevulkan ist irgendwie ausgebrochen und hat dadurch eine große Flutwelle ausgelöst. Und die hat Al-Shaddim volle Breitseite getroffen. Man hat versucht, sich gerade so noch in den Tempel zu retten. Es sind natürlich nicht alle dort drin untergekommen, aber ein paar. Und man ist dann für 10 Tage oder so dort drin eingeschlossen gewesen, weil das Wasser einfach so unglaublich hoch stand, dass man nicht mehr rausgekommen ist. Und das bietet natürlich starke Parallelen zu der Flutwelle, die Adonis mal geschickt hat, um das alte Volk zu beseitigen, sozusagen. Wegen Innos Drang nach Macht und Pracht und so, ne? Ja, und die waren dann gefangen da drin und letztendlich hat man es dann nach 10 Tagen geschafft. Der gesamte Kreis des Wassers hat seine Magie gebündelt und hat dann diese Massen an Wasser, die dort drumherum waren, mit einem großen Kraftakt rausgeschoben aus Al-Shaddim. Daraufhin hatte man dann das Wasser weggekriegt. Das Problem war, in Al-Shaddim lagen überall Leichen rum, alles war zerstört. Das Wasser, was man dort gefunden hat dann als Überreste, das war einerseits natürlich salzig, aber auch die Oase war versalzen und verseucht und man hatte kein Essen mehr. Die ganze Infrastruktur war im Prinzip zusammengebrochen und ab diesem Punkt hatte man ein ganz, ganz großes Problem, seine Leute zu ernähren dort, und das war dann der Grund gewesen, weshalb man Handel mit den Orks betrieben hatte, weil eben das große Problem da bestand, irgendwie die Leute zu ernähren. So, und dann kam es zum großen Streit mit Wutras. Lobedan und Maris
waren davon überzeugt gewesen, man muss es irgendwie schaffen, die Leute zu unterstützen hier und zu retten, und man muss alles Menschenmögliche tun, um sie am Leben zu halten. Denn das Problem war, man konnte bis dato, man hatte noch keine Lösung gefunden, sie alle zu ernähren, deswegen zogen immer mehr aus Al-Shaddim aus, um in den Städten unterzukommen, um nicht zu verhungern, und haben sich dort im Prinzip versklaven lassen, wenn man so will. Also sie sind in den Slums untergekommen, haben Drecksjobs übernommen und ja, letztendlich sind sie dann irgendwann alle versklavt worden, so ungefähr, und dem wollten Maris und Lobedan entgegenwirken, während Wutras gesagt hatte, wir können es nicht, wir können sie nicht ernähren alle, es geht einfach nicht, und deswegen müssen wir das leider so hinnehmen, dass ein paar von uns in die Städte gehen und dort dann ihr Übel finden werden, während der Rest von uns am Leben bleibt, und wir sind dann zwar dezimiert, aber wir werden dann wieder halt daraus hervorgehen und werden wieder erstarken. Konnte man es nicht hinnehmen, und man hat es dann geschafft, es kam dann ein ganz altehrwürdiger Druide, also wir sehen die Druiden, die haben ja immer irgendwie mit reingespielt dann das Ganze. Der kam nach Al-Shaddim und also zunächst war es so, dieser Zwist, der wurde im Rat der Nomaden ausgetragen, woraufhin dann Pakwan und Wutras den Rat verlassen haben und die Führung Al-Shaddims abgegeben haben, weil sie halt keine Mehrheit sozusagen hatten, keine Lobby mehr hatten, und da hat Wutras gemeint, ich kann kein oberster Nomade sein, wenn mein Wort, wenn ich mich nicht durchsetzen kann, im Prinzip. So, Wutras ist damit verschwunden und Maris und Lobedan haben dann zusammen die Führung der Stadt übernommen, und Maris Freund Onatas, der ist nicht mit Wutras mitgegangen, sondern der ist geblieben in Al-Shaddim, um die beiden zu unterstützen. Das war die neue Führung Al-Shaddims. Maris war an dieser Stelle noch kein oberster Nomade, muss man anmerken. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen obersten Nomaden, denn Maris war einfach noch kein Hüter der Wüste und damit konnte er kein oberster Nomade werden. Allerdings lagen die Hoffnungen auf ihm, denn er war ja erwählt worden von der Wüste und war damit ein wahrer Sohn der Wüste. Deswegen wäre er der erste wirkliche Hüter seit ganz langer Zeit gewesen, und deswegen lagen viele Hoffnungen auf ihm, und deswegen sollte er so schnell wie möglich seine Prüfungen beenden, die schon angelaufen waren, die er dann aber noch nach und nach umsetzen musste. Das ging über, ich glaube, 2 Jahre hinweg, habe ich die ganzen Prüfungen nach und nach mal mit abgearbeitet. So, man hatte aber immer noch das Ernährungsproblem. Da kam dann eben, wie ich bereits schon angesprochen hatte, ein altehrwürdiger Druide nach Süden, und der hieß Durnir. Ich weiß nicht, ob es den, nee, ich glaube, den gab es nicht wirklich hier im Spiel. Der hat zusammen mit Myxir, der ja innerhalb des Kreises des Wassers der Spezialist für magische Sachen war, die beiden haben ein Ritual vollführt an der Oase und haben den Regen des Lebens erzeugt. Myxir hat es regnen lassen und Durnir hat die Kraft des Lebens in das Wasser hineingesetzt. Und dieser Regen des Lebens hat alles, was irgendwie organisch war, wachsen und gedeihen lassen. Das heißt, aus einem Speerschaft wurde auf einmal wuchsen auf einmal Haufen Zweige und Äste und Blätter, und die ganze Oase, die spross mit einem Schlag zu einem riesigen Urwald an, in dem alles wuchs. Alles. Und alles, was so an alten Samen in der Erde begraben war, wuchs mit einem Schlag, und deswegen war das ein bombastischer Urwald, der sich dort auf einmal erzeugte im Norden Al-Shaddims. Und ja, das war dann die Rettung für Al-Shaddim zunächst, weil man wieder Nahrung hatte. Allerdings gefiel das den Nomaden nicht, denn man hat nicht mehr die alte Wüstenlebensweise gehabt. Und vor allem, da war dann das Seltsame gewesen, dass die Jugend vor allem dann ankam und sich dagegen gewehrt hat. Man hat zunächst ein neues Leben dann aufgebaut. Und ab dieser Stelle war das Bild in Al-Shaddims dann eben so weit verändert, dass dann eine neue Beschreibung her musste, die ich dann auch gleich noch vorlesen werde. Ja, und dann kam es dazu, dass die Wassermagier, wie ich es auch schon vorgelesen habe, noch die Söldner aus Nordmar runtergeholt haben, die nämlich nichts mehr zu essen hatten oben in Nordmar, weil irgendwie das Wild ausgegangen ist oder ich weiß nicht, was genau es war. Jedenfalls hatten die nichts mehr zu essen und litten auch unter Hunger. Und weil man ja jetzt ein bisschen was hatte, haben die Wassermagier gesagt, kommt runter, arbeitet als Söldner für uns, wir geben euch was.
Ja, das Problem war, die Wassermagier haben die Söldner dann als Tempelwächter arbeiten lassen. Und das stieß den Nomaden ganz, ganz sauer auf, denn das Bewachen des Tempels war die höchste Ehre für die Nomaden. Und da ist diese Kluft entstanden, die Wassermagier konnten sich nie in das Denken der Nomaden hineinversetzen. Und deswegen hat man oft Missverständnisse gehabt, die da irgendwie aufeinander geprallt sind. Ja, okay, das hat dann halt zu Zwisten geführt und man konnte dann viel im Urwald so ein bisschen rumdahlen dort und konnte dann so einiges erleben. Man hat dort auch auf alte Spuren der Magie gefunden, weil irgendwelche Tempel, die tief im Wüstensand vergraben waren, durch diese Umwälzung, durch die Monster-Oase, durch diesen Dschungel, der sich dort gebildet hatte, die wurden dann freigelegt, die Ruinen. Und da hat man dann alte Magie gefunden und alles Mögliche. Also konnte man ganz, ganz viel sich noch ausdenken, was man machen konnte. Dann sind auch irgendwelche halluzinogenen Sporen aus dem Dschungel hinübergekommen. Und ja, war ganz witzig. Also man hat mal ein ganz anderes Szenario dann im Prinzip gehabt dort in der Wüste. Die dann halt nicht mehr so wüstig war, wie man so sagen muss, ne? Und dann kam es dazu, ja, die dumme Nomadenjugend, ich habe die gern als dämlich dargestellt. Also nicht unbedingt Nomadenjugend, sondern die Jugend von Aishadim, die überlebt hatten, die haben dann kurzerhand mal beschlossen, ey, diese scheiß Oase kotzt uns an, dieser blöde Dschungel, wir brennen ihn ab. Ja, und haben sie sich Fackeln in die Hand genommen und haben das Ding angezündet. Und damit gab es einen ganz, 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 ganz großen Brand. Ja, das war jetzt mal im Kurzabriss die Geschichte von Aishadim. Achso, kurz vor der großen Sintflut gab es übrigens noch ein drittes großes Turnier. Das will ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Das hat nämlich mit der Aufgabe von Onatas für Maris zu tun. Denn Onatas hat von Maris verlangt, Berash, auf den Maris unglaublichen Hass hatte, die Hand zu reichen. Er sollte ihm die Hand reichen zum Gruße und sie sollten sich die Hand schütteln. Das war die Aufgabe. Er sollte eine Respektsbekundung quasi schaffen. Und weil Maris nicht wusste, wie er Berash irgendwie aus der Kaspar rauskriegt, aus seinem Loch dort, hat er kurzerhand ein Turnier erzeugt. Nur für Berash hat er eigentlich das Turnier zusammengerufen. Ein drittes Turnier in Aishadim, ein großes. Und Berash ist gekommen. Man hat die Maus zum Speck gelockt und ja, letztendlich haben sich die beiden getroffen und Maris hat es irgendwie geschafft, ihm die Hand zu reichen. Und im Turnier sind die beiden aufeinander getroffen und es war so, formell hat Maris verloren, aber im Prinzip war es ein Unentschieden zwischen den beiden. Beide sind sie bewusstlos umgefallen, aber Berash hat noch einen kleinen Moment länger sich auf den Beinen halten können. Das war Maris aber im Prinzip egal, weil er nämlich ab diesem Moment gelernt hatte, seinen Hass zu überwinden. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Das Turnier endete dann übrigens so, dass es einen Großangriff der Schwarzmagier von Zuben gab, die in Aishadim wüteten. War ja dann aber auch egal, weil ja dann die Flut kam und dann sowieso ein Haufen Leute niedergemetzelt wurden. Also es wurde dann stark dezimiert. So, Ende der Geschichte war dann eben ein niedergebrannter Wald in Aishadim. Die Söldner aus den Clans von Nordmar, die waren mit in der Wüste unten und haben für Zwist gesorgt zwischen Wassermagen und Nomaden. Und dann kam es dazu, dass aus dem fernen Setarif, das man bis dahin gar nicht kannte, eine Besatzung oder eine Delegation des dortigen Kreises des Wassers kam. Man wusste bis dahin nicht, dass es noch einen anderen Kreis des Wassers gab. Und die haben um Hilfe gebeten, denn der dortige oberste Wassermagier Octavian, der war ein mieses Schwein. Ich weiß gar nicht mehr, was genau mit dem war. Jedenfalls war der irgendwie scheiße. Und diese Delegation, die da kam, die wollte ihn halt loswerden. Und die haben da um die Hilfe gebeten des Kreises des Wassers. Gut, man hat sich dann dazu entschlossen, natürlich nach Setarif zu gehen. Und Maris ist auch mitgegangen, weil Aniron als Mitglied des Kreises des Wassers auch nach Setarif ging. Und er kann ja nicht Aniron und seine Kinder alleine dorthin reisen lassen, sondern er ist dann mit. Das Problem war, er ist damit im Prinzip, hat er sein Volk, nämlich die Nomaden, zurückgelassen. Und das daran knabbert er noch heute eigentlich. Das ist leider, ja, das ist ein bisschen traurig. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Ganze mal lösen soll im Rollenspiel. Ja,
So viel dazu. Sie sind dann abgereist. Zur selben Zeit sind die mirtanischen Streitkräfte erstarkt im Norden, in Mirtana. Der Robert II. Ist übrigens tot gewesen bis dahin. Der ist, glaube ich, ermordet worden. Und ein namenloser Paladin hat seine Position als Robert III. Dann eingenommen. Ein namenloser Paladin, der den Dämon von Gotha getötet hatte, niedergestreckt hatte. Ich glaube, Robert ist von diesem Dämon platt gemacht worden. Oder irgendwie so. Ich glaube, es gab mal ein Attentat auf Robert, aber ich glaube, das hatte er überlebt. Und Robert ist dann, glaube ich, an dem Dämon gestorben oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Hat mich nicht so tangiert, aber irgendwie so war das. Und weil man dann neue Stärke hatte, ist man dann noch nach Varant vorgedrungen und hat Zuben vernichtet. Das hätte ich übrigens gern. Das fand ich damals ein bisschen doof von der Rollenspielorganisation, dass das so gelöst wurde. Ich hätte es zu gern so gemacht, dass man da eine innerwüstische Lösung findet, um das halt episch abzuschließen. Ich hatte da auch schon drauf hingearbeitet. Werde ich aber mal in Morasul erwähnen, was ich da für eine Idee hatte, wie man dieses Bündnis da zwischen den ganzen Assassinenstädten zerschlagen konnte. Angefangen mit Morasul, wie ich es bereits schon mal erwähnte. Die Wassermagier und die Wassermagier und halt Maris als Nomade mit seiner Sippe zunächst, die ist dann später wieder nach Al-Shadim zurück, sind dann nach Setarif und die Orks von Lago, die orkische Besatzung von Lago, die ist nach Al-Shadim geflüchtet, weil sie halt gesehen hat, da kommt die Armee von Roba an und die haben halt darum gebeten, mitzukommen nach Setarif und das wurde ihnen gewährt und die waren dann ebenfalls noch mit drauf. Die Söldner aus Nordmar, die sind dann natürlich auch nach Setarif gegangen, aber ich glaube auf einem eigenen Schiff. Und so wurde Al-Shadim so gut wie verlassen. Die Nomaden blieben zurück und ein Teil des Kreises des Wassers, also der hat sich so halbe aufgespalten ungefähr. Natürlich sind alle Schreiber mit nach Setarif aufs neue Szenario, während die ganzen NPCs zurückgeblieben sind. Riordian ist dann der neue oberste Wassermagier in Al-Shadim geworden. Einen neuen obersten Nomaden gibt es nicht. Ich habe es zumindest noch nicht beschrieben, weil ich seitdem nicht mehr in die Wüste zurückgekommen bin. Ich habe mir überlegt, ob vielleicht Shakyor jetzt, nachdem er die Last des Druidensteins losgeworden ist, vielleicht das übernehmen würde. Muss ich mir mal überlegen, wie ich mir das so auskasper. Ansonsten interessiert das ja niemanden, deswegen kann ich das alles selbst da irgendwie bestimmen. So sieht die Lage aus um Al-Shadim. Jetzt habe ich über zwei Stunden lang gequasselt dazu. Es ist unglaublich. Und zum Abschluss lese ich jetzt nochmal die spätere Beschreibung Al-Shadims vor. Die sah folgendermaßen aus. Mitten in der Wüste, wo die Sonne unerbittlich auf den Sand prasselt, stand einst eine Ruinenstadt, die von den Wassermagiern und Nomaden zu einer schönen Oase des Lebens erweckt. Von den Wassermagiern und Nomaden zu einer schönen Oase des Lebens erweckt. Um den imposanten Tempel hatte sich eine Zeltstadt bis in die Ruinenfelder erstreckt. Doch dann kam die große Flut über Al-Shadim und vieles änderte sich. Adanos und die Wüste gaben ihren Schützlingen die Aufgabe, die Stadt neu aufzubauen. Wenn man heute nach Al-Shadim kommt, dann bietet sich ein anderes Bild. Erreicht man die Stadt aus Richtung Morasul, trifft man als erstes auf einen Dschungel, der Erinnerungen an Jakenda erweckt. Er erstreckt sich von den nordöstlichen Ruinenfeldern bis zum westlichen Ende der Stadt. Nur ein schmaler Landstreifen am Rande der Meeresbucht bei Al-Shadim garantiert einen sicheren Zutritt zur Stadt. In diesem Wald warten vielerlei Gefahren, in Form von wilden Tieren und heimtückischen Pflanzen auf arglose Reisende, die den Wald lieber meiden sollten. Wenn man nach Al-Shadim selbst kommt, dann sieht man eine veränderte Wüstenstadt. Der Tempel hebt sich nach wie vor unerschütterlich aus dem Stadtbild empor und steht unverändert als Mittelpunkt des Wüstenvolkes. Nach viel harter getaner Arbeit ist Al-Shadim wieder lebensfreundlicher. Sucht man eine Unterkunft, findet man auf dem Zeltplatz, der gegenüber des Tempels auf der anderen Seite des Kanals liegt, sicher ein Plätzchen zum Übernachten. Hunger und Durst kann man in der Taverne bei der Wirtin Rebecca stillen, die immer Zeit für eine kleine Plauderei und vor allem einen Happen zum Essen übrig hat. Also die Taverne wurde wieder aufgebaut, im Prinzip. Es gibt in Al-Shadim keine Arena mehr, doch langsam nimmt die Stadt wieder Gestalt an. Hier und dort entstehen neue Handwerkshäuser, Schmiede und Zimmermänner bauen ihre Werkstätten wieder auf und beginnen wieder mit ihrer Arbeit. Es kommen wieder Händler nach Al-Shadim, die Lebensmittel, Stoffe, Baumaterialien und andere Waren mit sich bringen.
Folgt man dem Kanal an die Grenze des Waldes, sieht man sogar den Kräutergarten, in dem viele Pflanzen wachsen, die zum Heilen und Verzehr geeignet sind. Aishedim lebt wieder. Text von Aniron, die neben dem Posten der Hebamme auch noch für den Kräutergarten zuständig war. Deswegen musste der Satz mit dem Kräutergarten natürlich sein. So, damit habe ich jetzt aber wirklich genug gequasselt. Ich habe, glaube ich, über alles berichtet, was mir gerade so einfiel. Und damit möchte ich dann diese Quassel-Folge auch beenden. Ich glaube, ich werde es in 2 Folgen teilen. Mal gucken. Aber wir sehen uns dann irgendein andermal wieder, wenn ich dann wieder richtig Let's Playe. Und dann geht's mal hier mit Story weiter und so, ne? Und nicht mehr mit Schnetzeln, was ja hier im Hintergrund jetzt laufen müsste. Also bis dahin, und wenn mir was einfällt, erzähle ich das einfach im Let's Play selbst. Also, man sieht sich und tschüss.